künftig gar nichts mehr zu tun. In Libyens Bürgerkrieg mit internationaler Beteiligung muss sich die NATO gegen den Vorwurf wehren, dass sie die Rebellen nicht hinreichend unterstütze. Dem Aufstand ist die Dynamik der ersten Wochen verloren gegangen. Gaddafis Truppen und Söldner, es gab heute Hinweise darauf, dass Milizen aus Weißrussland in Gaddafis Sold stehen, haben sich auf die NATO-Strategie eingestellt und erweisen sich als schwierige Ziele, jedenfalls für Luftangriffe. Sie sind nicht so geschwächt, dass die schlecht ausgerüsteten, kaum ausgebildeten Rebellen sie in die Flucht schlagen könnten. Gaddafis Truppen zwingen sie zunehmend in einen Abnutzungskrieg, dem die Aufständischen auf Dauer nicht standhalten können. Bernhard Lichte aus Kairo über den Stand der Dinge. Happy, glücklich steht auf dem T-Shirt dieses Babys. Es wurde getroffen von Gaddafis Geschossen, als wolle der Diktator an Misratas Kindern die ganze Perversion dieses Krieges gegen das eigene Volk illustrieren. Misrata, die geschundene Stadt. Seit 6 Wochen im Würgegriff des Regimes. Offenbar soll an Misrata ein Exempel statuiert werden. Luftschläge der seit 6 Tagen zuständigen NATO konnten das Blatt nicht zugunsten der Rebellen wenden. Allein heute flogen der NATO unterstellte Jets fast 200 Einsätze, auch rund um Misrata. Der Schutz der Bevölkerung von Libyens drittgrößter Stadt habe schließlich oberste Priorität, versichert man in Brüssel. Aber wir haben Gaddafis Truppen in Jeeps und Pickups inmitten der Zivilbevölkerung gesehen. Für uns ist es daher sehr viel schwieriger geworden, die eigentlichen Ziele auszumachen. Am Boden verfangen diese Erklärungen nicht. Misrata sei in existenzieller Gefahr, weil die NATO zu zögerlich reagiere. Die Rebellen könnten exakte Angriffskoordinaten liefern, die NATO brauche aber bisweilen 8 Stunden, bevor sie überhaupt reagiere. Der Oberbefehlshaber der Rebellen verlangt daher sogar die Aufweichung der Flugverbotszone. Wir haben einige eigene Kampfjets, MiG-21 und 23, die wären in 3 Minuten einsatzbereit. Die NATO verbietet uns jedoch, sie einzusetzen. Neues Selbstbewusstsein, vielleicht sogar unerwartet für die westliche Allianz. Den Opfern des Krieges nutzt dieser Zwist wenig. Er bringt ihnen weder Angehörige noch verlorene Heimat zurück. In Tripolis dagegen fast so etwas wie Schadenfreude. Ob die Situation nicht reif sei, an ein Exil zumindest zu denken, antwortet Gaddafis Sohn. Es ist unser Land. Wohin sollten wir denn Ihrer Meinung nach gehen? Auf die Malediven, in die Karibik? Auf keinen Fall. Hören Sie, Gott ist mit uns. Wir kämpfen für die richtige Sache. Because this time we are fighting for the right cause. Der Revolutionsführer selbst soll am Abend US-Präsident Obama schriftlich um ein Ende der NATO-Angriffe gebeten haben. Doch noch Zeit für eine politische Lösung? In Benghazi scheint dafür keine Bereitschaft. Eine aufgebrachte Menschenmenge verhinderte heute die Anlandung türkischer Hilfsgüter, weil Ankara keine Waffenlieferungen an die Rebellen zulassen will. Die politische Lösung für Libyen, sie dürfte schwierig werden. Und Nicola Albrecht ist für uns in Benghazi, quasi der Hauptstadt der Rebellen. Nicola, wie stellt sich die militärische Lage aus Ihrer Position dar? Nun, die Forderungen der Rebellen, dass die NATO sich mehr engagieren soll, die werden hier so vehement vorgetragen, dass man den Eindruck gewinnen kann, die Rebellen erwarten von der NATO, dass sie für die Rebellen den Krieg führt. Das ist natürlich aus Ihrer Sicht auch verständlich, denn Sie haben ja zugegeben, dass Sie militärisch gegen Gaddafis Truppen nicht viel ausrichten können. Die NATO bringt das aber in eine Zwickmühle, denn Sie müssen sich das so vorstellen. Ich meine, die UN-Resolution sagt ganz klar, Sie dürfen nur eingreifen, wenn es um den Schutz der zivilen Bevölkerung geht. Die Front, um die es aber momentan geht, rund um Brega oder zwischen Brega und Adjdabiya zum Beispiel, dort gibt es keine Zivilbevölkerung mehr. Aus Brega, Adjdabiya sind die Menschen geflohen, und dazwischen liegt etwa 70 Kilometer Wüste. Das heißt, in der Wüste, da gibt es keine Zivilbevölkerung, also für die NATO auch keinen Grund, dort Bombenangriffe zu fliegen. In Misrata, da gibt es Menschen. Das ist eine Stadt in einer schwierigen Lage und die einzige Stadt im Moment im Westen von Libyen,
in dem die Rebellen die Oberhand noch haben und verzweifelt kämpfen. Was hören Sie von dort? Nun, auch in Misrata ist die NATO in einer Zwickmühle, denn Gaddafi hat wohl Panzer mitten in der Stadt, auch Scharfschützen. Was wir von dort hören, ist, dass täglich Menschen ums Leben kommen, dass Gaddafis Truppen auch dort ein Massaker anrichten. Doch auch da wird es schwierig sein, für die NATO einzugreifen. Denn Bombenangriffe auf eine Stadt zu fliegen, würde bedeuten, dass es massiv zivile Opfer geben würde. Allerdings hat der Rebellenchef, der Militärchef der Rebellen, gestern in einer Pressekonferenz gesagt, diese Kollateralschäden würde er sogar in Kauf nehmen, wenn dadurch verhindert würde, dass die Menschen durch Gaddafis verlängerten Arm sterben. Danke für die Einschätzung. Allerdings sehr bedenklich. Ja, in der Tat. Das würde auch die NATO in eine äußerst schwierige Lage bringen. Jedenfalls kein Ende abzusehen dieser Kämpfe. Dankeschön, Nicola. Und zu dieser komplexen Situation in Libyen haben wir umfangreiche Informationen, Karten, Hintergrundmaterial und so weiter im Internet zu bieten auf heute.de. Das Schicksal von Flüchtlingen, die aus Libyen über das Mittelmeer fliehen, erinnert uns jeden Tag daran, wie nah an Europa dieser Krieg ist. Letzte Nacht wurde es eine besonders schlimme Erinnerung. Bei schwerem Sturm sind womöglich bis zu 250 Flüchtlinge auf dem Weg von Libyen zur Mittelmeerinsel Lampedusa ums Leben gekommen. Ihr Fischerboot mit 300 Menschen völlig überladen kenterte in der Nacht etwa 70 Kilometer südwestlich von Lampedusa. Die italienische Küstenwache konnte 51 Menschen lebend retten. Nur 20 Leichen wurden bislang geborgen. Die Flüchtlinge kamen aus Eritrea, Somalia und der Elfenbeinküste.